Okay, diesen Stein müssen wir schon mal kitten, das haben wir schon mal begriffen. Aber schauen wir uns mal um, was wir noch zu so machen können. Können wir hier noch irgendwas. Oh, wir können das Steintor selber anschieben, verschieben vielleicht sogar? Ich Du wage daran zu weißt, jetzt zweifeln. sag mir mal, wie ich das Steintor hier aufbekomme. Ich habe gehört, du bist der einzige Stein der Welt, der das weiß. So, Ralf, jetzt. Achso. Ich habe gehört. Naja, okay. Warte mal. Kurz nach oben schieben gerade? Links, rechts? Nein. Okay. Dann bleiben wir erstmal dabei. Gebetsmühlenhaltung. Kannst du vielleicht da zum anderen Ding gehen? Nee. Kannst du zum Plateau gehen? Vielleicht finden wir da irgendwas zum Kitten direkt. Ich wüsste nämlich ansonsten nicht, wie ich flüssige Lava transportieren sollte. Um diese Gebetsmühle zu Mit ohne kitten. Spot komme ich da nicht rüber. Tja, dann machst du mal mit Spot. Spot! Hilf mal bitte. Oh, du bist so cool, Jawohl. Spotty. Du hättest gar nicht so weit weggehen müssen, glaube ich. Dann geh mal rüber zur anderen Gebetsmühle. Kannst du sie überhaupt heben? Ich meine, das Ding ist ziemlich schwer. Man könnte es ein bisschen rollen, aber da würde sie wahrscheinlich runterfallen, weil sie keine ebenmäßige Rolle ist. Sondern eher ein Kegel oder ein Mit ohne Kegelstumpf. Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Ja, das Problem ist, wenn ich Spot jetzt hier von. Wenn ich Spot jetzt hier abziehe, komme ich nicht mehr rüber. Das hilft mir, hat sich mir ver. Geh erstmal wieder zurück. Und Spot, kannst du dahin gehen? Eher nicht. Warte mal. Spot, kannst du irgendwie hier was mitmachen? Nein. Heißt Okay. Nochmal probieren. Oh, du bist so Vielleicht habe ich gerade cool, irgendwas Spotty. übersehen. Ja, das bist du, Spottileinchen. Spot-Brücke könnte ich nutzen. Hi, Oh, doch. Spotty. Hi, Spotty. Okay, gehst du wieder runter. Ich muss gestehen, Hey, wer ist das denn? So einen habe ich ja noch nie gesehen. Das ist Spotty, mein bester Freund. Hoffentlich kein Steinpinkler. Ja. Ich muss gestehen, sie ist zwar sehr süß und so weiter und so fort, aber man kann es auch nicht ewig ertragen. Das ist dann irgendwann zu viel Zucker, was sie mir die Kleine hier ausstrahlt. Aber da sie vermutlich tot ist und einfach nur keine Ahnung, was repräsentiert, will ich mal nicht so gemein sein. Lavafontäne, komm mit der Lavafontäne. Warte mal, Spot, erstmal komm wieder klar. Kannst du irgendwie so ein bisschen Lava-Zeugs aufsaugen? Du kannst auch die Hitze eben mal tragen, von daher weiß man nie. Nein, Spotty, das ist heiß. Wow, du Uh. bist Drachenspot. Ja, dann nimm mal dich mit. Geh aus dem Krater raus. Also Spot ist wirklich ein Universal-Haustier. Jetzt müsstest du eigentlich so eine verbrannte Spur hinter dir lassen, Spot. Jetzt, da du super heiß bist. Und? Auch mal schauen, ob man jetzt mit dieser Gebetsmühle, die man vielleicht kitten kann, vielleicht noch irgendwas Neues freischaltet, damit man auch die anderen rüber transportieren kann. Oder was mit dem Dornbusch vielleicht. Und Ja, jetzt genau. zusammendrücken. Es hält. Ja, wunderbar. Ich meine, die kannst du auch nicht rüber transportieren. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Aber diese Hilfe kann mir ja durch Spot gegeben werden, denn du bist immerhin super stark. Oder auch nicht. Spot, du bist doch super stark. Spot. Nein, nein. Nein. Du bist doch super stark. Nun. Das nehmen wir mal so hin. Kannst du die beiden eigentlich mal anlecken? Pfui, Ja. Teufel! Hör auf damit! Na gut. Versuch was wert. Das hat mir jetzt so halb geholfen. Wir haben drei Gebetsmühlen. Eine liegt da vorne, eine liegt da hinten und eine liegt hier vorne. Ich kann keine von diesen Gebetsmühlen irgendwie bewegen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die Gebetsmühlenhalterung nützt mir irgendwann auch überhaupt mal gar nichts. Aber ich könnte eigentlich zurückgehen, fällt mir gerade so auf, zu den anderen Leuten, weil der Sucher ist ja mittlerweile weg. Und die könnten die Gebetsmühlen über die Spotbrücke ja zurücktragen, oder? Aber ich hab's doch Zur noch gar Ruine? nicht Janus gefunden. Dein Ernst? Okay, Spot, kannst du vielleicht hier irgendwie
Nein, kannst du nicht. Kannst du nochmal heiß werden? Und wenn ja, was würde das bringen? Also kannst du dich nochmal erhitzen, okay? Was kann man mit diesem Erhitzen-Spot noch machen? Jetzt die Blubberblase? Eher nicht. Dann... Lava von Tele. Kannst du damit irgendwas machen? Wow, du spuckst Feuer wie ein richtiger Drache. Ja, ja, aber warte mal, Spot. Kannst du mit der Lavafontäne irgendwas Interessantes machen? Ach nee, das ist nur dasselbe wie mit der Krater selber. Nun gut. Ich drück mal eben kurz die Leertaste, um rauszufinden, ob ich noch irgendwas gerade völlig übersehe hier. Nein, Lavafontäne ist hier. Was ist das? Da geht's hoch. Da geht's zur komischen Blase, da geht's zur Ruine, da geht's immer nicht wieder hoch. Dann gehen wir wieder hoch. Wir haben wieder einen Lavaspot. Was können wir mit einem Lavaspot noch machen? Können wir vielleicht mit dem Lavaspot so eine Art Lavabrücke erschaffen? Oder den Dornbusch abflammen, das wäre auch eine Möglichkeit. Dass wir da irgendwie rankommen. Oder da zumindest ein Stückchen weiterkommen. So, Spot. Spuckfeuer, auf den Dornbusch. Spot. Ah, jetzt kommen wir hinten auch einfach so ran, sehr schön. Ja. Jetzt haben wir drei Gebetsmühlen, die wir alle drei nicht bewegen können. Sicht ist richtig. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Ich sehe es also richtig. Spot. Bitte hilf mir jetzt mit diese Gebetsmühle irgendwie. Na, Spot. Hilf mir irgendwie, diese Gebetsmühle vom Fleck zu bekommen. Ja, ergibt für mich auch keinen Sinn, muss ich gestehen. Warte mal. Ralph, Ingo, könnt ihr mir da irgendwie helfen? Ihr seid zwei kräftige Steine. Ihr könnt bestimmt helfen, so ein paar von eurer Verwandtschaft ein bisschen dazu zu überreden, leichter zu sein. Ihr Steinbrüder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralph, was meinst du? Na, ich wollte gerade sagen. Das magische Steinlied. Ein Lied? Das magische Steinlied. Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Ja, singt ihr schon, oder ist das, Ach Gott. Do re mi fa so. Was für ein schönes Steinlied. Gut, dann nehmen wir erstmal gleich den unangenehmsten von allen, weil wir gleich hier rüber müssen. Also der am weitesten entfernt ist, zumindest, so wie es aussieht. Oh, du bist so cool, Spotty. Ja, ist gut jetzt. So, Gebetsmühle. Kann man nicht hier rüber singen, aufgrund dieses wundervollen Duets der beiden Steinbrüder. Na komm, achso, dich bringe natürlich gleich eins, dahin. 1, 3, 7. Mi, 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 mi. Do, re, mi, fa, so. Steine. Steine, Steine. Sind für Höheres geboren. Bohren, bohren. Haben Sie am Boden liegen. Liegen, ernsthaft? Liegen. Haben Sie die Macht zu fliegen. Fliegen, fliegen. Und das tun Sie jetzt nicht mehr. Großartig. Das ja, habt ihr wir wirklich toll gemacht. Ja, ihr wisst schon. Aber jetzt können wir es nicht mehr singen, weil du hast ja schon mal gesungen. Du kannst das wieder in 1000 Jahren singen. Ihr könnt lossingen.
Steine. Steine, Steine. Brauchen keine Beine. Beine, Beine. Denn einmal im Leben. Leben, Leben. Können sie auch schweben. Schweben, schweben. Schon vorbei. Großartig. Okay. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Und ein letztes Mal, bitte. Bei diesem Gebetsmühlenstein, den man vielleicht nochmal umdrehen müsste. Natürlich dahin. Legt los. Steine. Steine, Steine. Ach Gott, hier war noch verschiedene Symbole drauf, sehe ich gerade. Kleine, kleine. Wir denn alles überdauern. Überdauern. Ob in Freiheit oder Mauer. Mauern, Mauern, bis in alle Ewigkeit. Großartig. Vielen Dank. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nennen uns einfach die Stones. Juhu, ja, natürlich. Alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf. Du musst zuerst die linke einmal rechts rumdrehen. Wo ist denn rechts rum? Rechtsrum? Im Uhrzeigersinn. Du meinst dagegen? Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich, ich hätte Hände. Damit du Rini zeigen kannst, wo rechts und links ist? Ja, nein, deswegen. Damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Also, wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay, versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Aha. Na, erzählt mal. Jede Rolle steht für etwas. Leben, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Ach ja? Okay, na dann. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Na, was für ein Zufall, dass wir diese Geschichte hören. Das einmal rechts rumdrehen. Oh. Falsche Rolle. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. Du meinst, dass die erste Rolle einmal nach links drehen? Ja, nach rechts drehen. Ah, falsch. Falsche Rolle. Moment. Nimm ich mal die Rolle. Zu einer Nein, natürlich. Zeit, als nur okay. eine... Ja, ja. Ich klicke mal kurz weiter, nämlich halt die Rolle einmal nach rechts. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Ich meine, Schlaf hat wohl mit Dinges zu tun, mit dem Mond. Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Ich nehme aber die dritte dementsprechend. Nein! Zu einer Zeit. Nur. Ja, okay. Ja, ja. Gut, dann einmal das. In seinem Unheil. Ja, ja. Dann das. Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Okay, also das sieht am ehesten aus wie ein Wurm. Wir sind immer noch im Traum, nicht mal ein. Und tatsächlich sind wir es nicht. Nur okay. Gut, das symbolisiert den Tod letztendlich. Das symbolisiert Traum, Nacht, was auch immer. Und das den Rest. Okay, gut, machen wir es mal so. Dann klicken wir das kurz mal weg. Einmal das. Dann klicken wir auch das weg. Und nehmen die letzte verbleibende Rolle, die jetzt übrig ist. Diese hier. Da endlich wachte der Junge auf. Das er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Na dann? Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen. Traumhaft schön war es, voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder.
Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war. Also wäre die erste Rolle. Na. Oder ist der Traum in der zweiten Rolle? Es ist der Traum in der zweiten Zeit, Rolle. Ja, okay. Oh, oh, Entschuldigung. Ist diese Welt noch wieder außerhalb des Spiels geklickt. Geklickt. Ja, ja. Einmal das. Komm. In. Sehr schön. Dann das. Je näher das größte. Ja. Ja. Dann wieder dieses. Da endlich. Er wachte auf. Und kam hier hin. Er trat an. Traum von. So, wir sind wieder im Traum. Und so taufte der König sein Land Silence. Entschuldigung, ich habe gerade ein Stück Wasser genommen und ich hoffe, dass das richtig ist. Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung, Errungenschaft freigeschaltet, die ihr nicht gesehen habt. Oh nein, es geht nicht weiter auf. Wieso nicht? Was ist los? Wahrscheinlich verkeilt. Okay. Ach, der Riss. Oh. Ja, gut. Aber kein Problem. Spot kann da bestimmt helfen. Wenn Spot... Wenn wir mal hier reinklemmen und aufpusten. Und ja, auf Spotty, das Tor. Prima machst du das. Ja, Spotty, prima machst du das. So eine gemeine Zaubertür. Rette Janus und komm schnell wieder zurück. Ich warte hier auf dich. Achso, ich dachte eigentlich, du drückst das Tor jetzt auf, aber das klappt nicht so richtig. In Ordnung. Hallo? Spiel? Oh! Das ging aber fix! Und da ist auch die Schlange! Was für ein Glück, dass ich den Splitter gefunden habe. Du hast den Splitter gefunden? Du bist also ein Sucher, oder was? Diese Prüfung ist wirklich hart. Wir suchen unsere Leute zu... Aha. Schon wieder eine Teufelei von der falschen Königin? Vielleicht bist du gar keine Raupe, sondern hast nur ihre Gestalt angenommen. Bitte? Ach, darum bist du hier. Dich hat die falsche Königin geschickt. Bei allen Suchern von Silence. Du bist der Schlimmste. Zeig ihm, wer der Boss ist. Nein, ich entkomme seinen Griff. Oder auch nicht. Beim großen Gambler. Wieder ein Beweis für die Existenz des göttlichen Gestaltwandlers. War das ein Trick? Vielleicht. Ich will glauben, dass du mir helfen kannst. Denn glauben heißt hoffen. In der Tat, ja. Was hast du vor? Ich bin ein williges Werkzeug. Oder faszinierend. Werkzeug zumindest. Scheinbar gibt es nichts, was dich schreckt. Alle Götter seien mit dir. Ja, und dann gehst du auch schon wieder. Schön, dass wir dich gefunden haben. Ja, alle Götter sollen mit mir sein und auch alle Götter sollen mit euch sein, denn wir werden das Ganze in der nächsten Woche fortführen. Wir sehen uns also nächsten Donnerstag wieder. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.